Vor langer, langer Zeit, also gestern, bei Basti, da haben wir 500 Jumps to Death gespielt. Und weil ich nicht aufgenommen habe, habe ich es natürlich geschafft. Nicht bei mir in der Folge, sondern bei ihm. Weil ich es aber nicht will, dass man nicht bei mir im Video sieht, wie ich das geschafft habe, habe ich natürlich auch aufgenommen. Und wie das dann aussah, das seht ihr jetzt nochmal kurz. Jetzt fehlt eigentlich nur Basti und der ist alles andere als kurz. Nein! Oha, oha, er hat's geschafft. Ich bin durch. DG. Ich bin durch. Alter, ich bin durch. Er hat's geschafft. Fuck. Ich bin durch. Ja! Nein. Ich bin durch. Du Penner. Oh Gott. Ich hab's geschafft. Nein. Ich hab's geschafft. Meine Freundin sitzt neben mir und meint, ich hol den Whisky, okay? Checkpoint setzen, Alter. Oh mein Gott! Und damit herzlich willkommen zurück zu 500 Jumps to Death. Zusammen mit dem Basti, der noch kurz vor seiner Erlösung steht. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es in meiner Folge jetzt soweit sein wird. Oh mein Gott, Alter. Ich war so fertig gerade. Ihr habt ja vor dem Intro schon gesehen, was passiert ist. Und Basti fehlt es tatsächlich nicht. Ich würde dir auch raten, von hier oben zu starten. Das ist einfach einfacher. Tu's doch einfach. Vertrau mir. Ja, ich vertrau dir. Jetzt geht's. So. Du hast einfach so nicht an der Ecke den Checkpoint. Genau. Du hast einfach so viel Zeit mehr. Ich habe gelernt, dass wenn man von hier oben hier runterspringt, dass man dann so die Speed schon drauf hat, dass man zumindest den Anfangsteil meistens schafft. Und dann muss man nur noch ein bisschen die Vierersprünge, ein bisschen Glück haben. Und hier an dem Eck, das ist halt wirklich das mieseste Eck von allen. Was ist denn das? Hier sauber durchzukommen, bedarf schon ein bisschen Übung, muss ich sagen. Aber ich habe es geschafft. Ihr habt es gesehen. Ich habe legal, ohne zu cheaten, 500 Jumps to Death durchgespielt. Und ich fühle mich tatsächlich wie ein geiler Typ jetzt. Also doch, ich habe schon mindestens doppelt so große Eier, muss man sagen. Jetzt auf einmal. Ich kann mich auch selbst nicht mehr ernst nehmen. Und ich habe auch das Gefühl, als wäre ich wirklich mental vollständig abwesend. Nein. Aber es fühlt sich trotzdem sehr gut an. Nein. Ich muss auch gucken, wie viel Tode ich dann hatte, als ich es geschafft habe, damit wir auch exakt zählen. Aber tatsächlich haben wir es in der letzten Woche jetzt hier, oder in der wahrscheinlich letzten Woche jetzt hier, tatsächlich geschafft, über die 1000 Tode zu kommen. Und das ist schon beeindruckend. Nein! Hä, warum bist du nicht abgebogen? Ich hab auf den Boden geguckt und bin einfach gesprungen. Wie geil sah das denn aus? Ich halte so, ich labe irgendwelchen Scheiß, guck mich so um und auf einmal kommt da einer vorbeigesägt und springt einfach ins Nichts. Oh Mann, Basti. Soll ich vielleicht für dich drücken? Nein. Warte. Ich schaff das. Du musst das doch jetzt auch noch schaffen. Boah, ich bin voll motiviert. Soll ich dir ein Geheimnis verraten, um deine Motivation noch weiter zu stärken? Was? Die Map ist nicht vorbei. Weißt du warum? Es geht nicht bis Stage 10, sondern es geht bis Stage 12. Yo, das freut mich. Es gibt nämlich nochmal zwei extra Stages mit nicht so vielen Checkpoints. Mit wesentlich schwereren Sprüngen als denen, die wir hier gerade gesehen haben. Ich wollte nur mal darauf aufmerksam machen, dass es nochmal schwerer wird und wir hiernach noch nicht fertig sind. Das finde ich sehr toll. Nein, ich Es wird nächste Woche noch weitergehen. Es wird nächste Woche noch weitergehen, wo wir uns noch an den letzten Challenges versuchen werden. Mann. Es ist noch nicht vorbei, liebe Leute. Ihr werdet noch mehr von Basti und mir sehen. Wir werden noch viel Spaß zusammen haben in 500 Jumps to Death. Und ich rede wie ein Vollidiot. Und es macht mir so unglaublich Spaß. Nein. Weil ich gerade... Habe ich schon erwähnt, dass ich 500 Jumps to Death durchgezockt habe? Oh, kannst du mal da weggehen? Nee. Das ist der zusätzliche Schwierigkeitsgrad. Das ist quasi der Teufel, der hier auf dich wartet. Nein! Du warst gerade ziemlich cool. Nein.
Hör auf, da Blöcke hinzusetzen. Boah. Mann! Wow, Alter. Einfach nur wow. Warte mal. Ich will die ganze Zeit mit Shader, ich sollte das vielleicht mal ausmachen. Wow, wow, wow. 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 Nein! Doch. Und er springt und springt und springt. Hm. Aber du musst sagen, von da oben ist es wirklich einfacher. Wenn du meinst. Also ich finde es wesentlich einfacher. Man nimmt die ersten Sprünge so viel einfacher mit. Jetzt habe ich zu schnell. Ich muss mehr chillen. Mann, da hätte ich mehr chillen müssen. Du hast auch wirklich Zeit. Also es ist nicht so, als müsstest du jetzt wirklich hier durchrennen wie so ein Berserker. Du kannst dir wirklich, wirklich Zeit lassen dabei. Laber doch keinen Müll. Doch. Ich stand vor der Tür, bevor sie aufgegangen ist. Ich war am Ziel, bevor überhaupt der... Ich war schneller als der Redstone. Schneller als der Redstone. Schneller als sein Redstone. Komm schon, Basti. Ich glaub an dich. Ah! Wenn du das jetzt hier schaffst, dann sind alle Missetaten, die du gemacht hast mit Jump Boost oder so, vergessen. Dann hast du ganz legal diese Map hier tatsächlich beendet, weil das hier der schwierigste Part ist. Mann! Was ist denn das? Das ist eigentlich genau dasselbe Timing wie bei dem Sprung davor, aber ich schaff's bei dem zweiten nie. Irritiert voll. Nein! Hast du das gesehen? Ja, es war echt knapp. Oh, sehr schön. Ja. Ja. Ja, bleib stehen, bleib stehen. Ja! Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Du hast es geschafft! Oh mein Gott! Ich kann nicht mehr! Oh mein Gott! Oh mein fucking Gott, Alter! Ich zitter gerade so! Alter! Ich zitter!
Krass! Krass! Ich bin am Ende! Oh Gott! Krass, Alter! Weißt du, was es bedeutet? Wir haben 500 Jumps to Death gemeistert. Wir haben diese Map durchgezockt. Wir sind fertig. Alter. Es ist scheißegal, wo an welchen Ebenen wir was für Probleme hatten und wie dumm wir uns mit welchen Strafen wo, wie, wann angestellt haben. Und dass Pizmedia mich sogar fast zerlegt hätte. Es ist egal, es ist alles vergessen. Wir haben es geschafft. Oh Gott. Wir sind durch. Big Dog Diana. Ey, wir müssen einen trinken gehen. Ja, das sollten wir tatsächlich. Ernsthaft, ich feier gerade so. Ja, komm vorbei, wir haben erst 23:30. Nein, ich muss morgen arbeiten. Oh Gott. Und ich hab's auf legalem Weg geschafft. Ja. Du hattest noch so viel Zeit, du hast dich sogar gewundert, ne? Du standest vor der Tür und hast gedacht, hä? Ja, ich dachte so, hä, ist schon vorbei? Oh Gott. Alter, das ist so krass. Oh Gott, nein. Ohne Witz, ihr könnt es gerade gar nicht glauben. So langweilig die Folge für euch war. Oh, ich möchte mich bei allen bedanken. Wo sind jetzt die anderen Stages? Warte mal. Hä? Es gibt keine. Doch, doch. Komm mal mit hier. Bonus Room. Achso. Ja, aber das kommt dann in der nächsten Woche. Ja, würde ich auch sagen. Oh Gott. Alter. Ich würde sagen, damit ist das ja auch die Finalzahl, beziehungsweise meine Tode. Ach, scheiß drauf, dass ich die noch irgendwie 5 abziehen müsste oder so. Das hier ist die Finalzahl. Über 1100 Tote haben wir diese Woche gehabt. Skate, ich bin zurück. Aber dann muss es jetzt nochmal machen. Ja, klar. Nee. Warte mal, jetzt schaffe ich es zum zweiten Mal hintereinander. Nee, Spaß. Oh Gott. Alter, das ist einfach, es ist krass. Damit ist nämlich jetzt auch das letzte Mal quasi Gewinnspiel hier und das ist jetzt die letzte Ziffer. Ist, plus den einen Tod, den du dir jetzt doch mal eingehandelt hast. Ja, mein Gott. Und wir werden nächste Woche tatsächlich dann die letzten 2 Folgen haben, wo wir in seiner Folge die 11. Stage und in meiner Folge die 12. Stage nur mal angucken, nur mal reintasten. Ja, warum? Weil wir die nicht spielen werden. Tut mir leid, nein. Einfach nein. Nein. Ich werde sie spielen. Stell dir vor, es ist die Diamond Stage ohne Betten. Ja und? Nur ein bisschen schwerer. Ja und? Habe ich kein Problem mit. Lass machen. Nee. Nee. Ja. Nee. Es zier dich nicht so, du Pussy. Nee. Nee. Einfach nee. Ja, ist ja gut. Ey, ohne Witz, wenn euch das Projekt gefallen hat, dann zeigt es auf jeden Fall mit einer Bewertung. Das ist so heftig. Ich habe gerade einen richtigen Orgasmus hinter mir. Und ich glaube, es geht auch. Es war so heftig, als ich es durchgespielt habe. Das war der bessere Orgasmus, als wie wenn er mit seiner Freundin. Ja. Es ist super krass, ey. Es ist einfach super krass. Wir haben es geschafft. Nächste Woche gibt's noch mal was dazu. Und ich kann echt nur sagen, fick doch die Hände. Ja, Mann. Es ist so krass, ey. Es oh ist Gott, so ich hab krass. Das geschafft. Ich hab diesen Bullshit hier geschafft. Auf Wir Zeit. Haben 500 Jumps to Death zerschlagen, Alter. Ich hätte da nie drauf gewettet, einfach. Ich hätte einfach nie drauf gewettet. Unter keinen Umständen hätte ich gesagt, dass wir das hier irgendwie nochmal schaffen. Vor allem ja, lol, läuft bei mir. Ich läuft einfach nochmal fast durch hier. Ja, es ist einfach nein. Krass. Krass, 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 krass. Oh Gott. Krass. Krass. Also es kommt in meinen Lebenslauf. Das kommt definitiv, damit kannst du dich bei jeder Firma bewerben. Wenn du sagst, ich habe 500 Jumps to Death, dann wissen sie, dass du sowohl Eigeninitiative als auch Teamengagement, als auch Durchhaltevermögen, als auch einfach den Skill zum Unmöglichen hast, ey. Oh fuck, Mann. Es ist einfach der totale Abfuck. Und mit diesen Worten sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Und bis nächste Woche. Boah. Ciao.